Teil bringe ich dich um. Mir kam da ein Geistesblitz. Ich donnerte gerade ein paar Stahlplatten zusammen und dachte, ja, die sind tödlich. Aber was fehlt da noch? Viele spitze Teile festgeschweißt an den kleinen Teilen. Es ist natürlich noch nicht ganz fertig. Am Ende sollen die Dinger auf dich feuern. Sekunden bevor sie dich zerquetschen. Das ist das Ziel, auf das ich hinarbeite. Aber du weißt ja, gut Ding... Nein. Mach das nicht. Stell dich hier hin. Komm zurück, bitte. Na schön, ich habe beschlossen, dich nicht umzubringen, ja? Wenn du zurückkommst. Ach, ich denke an die gute alte Zeit, als wir noch Freunde waren. So richtig gute Freunde. Und ich sagte, komm zurück. Und du sagtest, ja, Mann, kein Problem. Und dann kamst du zurück. Wo sind diese Zeiten nur hin? Stille um, vermutlich, würde ich mir so denken. Vielleicht haben die Türme gelernt, Würgeeisen zu verwenden. Ha! Flog dann gerade dein von Kugeln durchsiebter Körper aus dem Raum, das war... Oh nein, das waren ja die fehlerhaften Türme. Das macht gar nichts, denn ich halte immer noch alle Trümpfe in der Hand. Bube, Dame, König, Ass, Full House. Alles Trümpfe. Dabei kann ich gar nicht Karten spielen. Und jetzt neue Geschütztürme, voll funktionsfähig. Ein Mau-Mau-Vierling. Unschlagbar, unglaublich. Raffiniert. Aber auch dumm. Die klingen falsch. Ist dich. Nein. Fein. Endlich eine Gegnerin, die meinem enormen Intellekt würdig ist. Holmes gegen Moriarty. Aristoteles gegen den Stampfer des Todes. Still halten, bitte. Nicht mehr bewegen. Schon erwischt. Wo steckst du? Komm zurück! Ist da was kaputt gegangen? Oh, hat es dich umgebracht? Das wäre ja fast zu schön, um wahr zu sein. Hallo? Oh, ja, alles klar. Ich kam da gerade eine tolle Idee. Bin gleich wieder da. Also nicht sterben, bevor ich wieder da bin.
man von allen Robotern angeschrien wird. Und dann töte ich ihn. Außerdem kommst du allmählich meinem Versteck gefährlich nahe. Versteck, jetzt habe ich es zum ersten Mal gesagt. Es klingt vielleicht banal, aber es ist ein angemessenes Versteck für Bösewichte. Düster und tödlich. Und ich will dir nur die Chance geben. Das heißt ja wohl nein. Ziemlich sicher, dass da mit dem Licht etwas nicht stimmt. Die Anzeige ist kaputt. Falls nicht, muss ich dich in jedem Fall töten. Das hatten wir ja schon besprochen. Dafür brauche ich 3 Minuten, dann 1 Minute Pause und dann bleiben noch 2 Minuten, um alles abzuschalten, was das ganze Feuer hier verursacht. So sieht der Plan aus. Außerdem habe ich auf Band, wie du sie getötet hast und ich werde nicht denselben Fehler machen. Folgender 4-Stufen-Plan. Erstens, keine Portalflächen. Zweitens, Nervengift sofort freisetzen. Drittens, bombensichere Schilde für mich. Viertens, Bomben, um dich zu bewerfen.
Dieser Plan ist einfach zu gut, um wahr zu sein. Machen wir es ein bisschen fairer und lassen wir das Nervengift weg. Das war natürlich nur ein Witz. Adios. Nervengiftbelastung erreicht Maximum in 5 Minuten. Wo willst du denn hin? Nicht rennen, nicht rennen! Ich sag dir auch warum. Je schneller du atmest, desto mehr Nervengift atmest du ein. Das Zeug ist unglaublich clever gerade. Schön überzeugend, was? Aber eigentlich nur eine künstlerische Darstellung deiner selbst. Du bist nämlich in meine Falle getappt. Ich wollte, dass du mich dazu bringst, die Röhre zu sprengen. Aber in Wirklichkeit habe ich nur so getan. Ich muss cool bleiben. Hier kommt die Weltraumpolizei. Hilf mir weg, Frau Polizisten. Den ist gut. Du willst mich sehen? Hoffentlich bist du. Warnung. Kernbeschädigung bei 50%. Belüftungssystem blockiert. Nervengift offline. Reaktorexplosion in 4 Minuten. Oh, was ist passiert? Was ist passiert? Was hast du gemacht? Was ist passiert? Moment! Die verdammten Bomben kleben fest. Mach nichts! Ich hab die Schilde neu konfiguriert. Oh, du hast eine dieser Kugel an ihren Händen. Wer hat dir das gesagt? War sie das? Das macht dich nur noch stärker, mein Schatz. Wenn ich dir nicht betrüge. Hässliche Lage für so eine hübsche Frau, wenn ich das so sagen darf. Ich will dir keine Angst einjagen, aber ich bin ein... Warnung, Kernbeschädigung bei 75%. Countdown für Reaktorexplosion zerstört. Notfallpräventivmaßnahme eingeleitet. Die Anlage wird sich in 2 Minuten selbst zerstören. Genug jetzt! Was habe ich dir vorhin über diese Dinger gesagt? Aber du hörst mir nie zu, du Schwein. Und unterbrochen Schwein. Und hörst nie auf das, was ich sage. Kommt vor 6 Millionen, kommt nach 504. Deine anfänglichen Schwierigkeiten bei Zählen werden dir jetzt lächerlich vorkommen. Warnung, Kernbeschädigung bei 100%. Manueller Kernaustausch erforderlich. Oh, verstehe. Ersatzkern, bereit für den Einsatz? Ja, beschädigter Kern, bereit für den Einsatz? Was denkst du? Interpretiere ungenaue Antwort als ja. Nein. Kein Sarkasmus diesmal. Entdeckt. Feuer in der PAD-Auflösungsanlage. Lösche Feuer. Das hat sich damit erledigt. Hätte ich nur ein bisschen früher wissen müssen. PAD-Auflösungsmitarbeiter, drücken Sie die PAD-Auflösungstaste. Los, du den Knopf, los, du! Drück nicht auf die Taste! Fast geschafft, drück den Knopf! Nein, lass es sein! Ich sagte nicht drücken! Und keine Ahnung, wie ich die Schlag hier in Ordnung bringen soll. Du musst
komm selbst wieder rein. Ich krieg das noch hin. Ich hab's schon repariert. Und du kommst nicht zurück. Oh nein, neuer Plan. Halt mich fest. Fester. Als Carolyn lernte ich eine wichtige Lektion. Ich dachte, du wärst mein größter Feind und warst doch die ganze Zeit mein bester Freund. Als Carolyn lernte ich eine weitere wichtige Lektion, wo Carolyn in meinem Herrn lebt. Carolyn gelöscht. Leb wohl, Carolyn. Beim Löschen von Carolyn habe ich eben eine wichtige Lektion gelernt. Die beste Lösung eines Problems ist meist die einfachste. Ehrlich. Dich zu töten ist schwer. Weißt du, wie mein Leben früher war? Ich führte Tests durch. Niemand tötete mich, steckte mich in eine Kartoffel oder verfütterte mich an Vögel. Ich hatte ein schönes Leben. Doch dann kamst du. Du gemeingefährliche, stumme Wahnsinnige. Weißt du was? Du gewinnst. Bitte geh. Es war schön. Komm nicht zurück. One day they woke me up, so
I could live forever. It's such a shame the same will never happen to you. You got your short sighted life left. That's what I'm counting on. I'll let you get right to it now. I only want you gone. Goodbye, my only friend. Oh, did you think I meant you? That would be funny if it weren't so sad. Well, you have been replaced. I don't need anyone now. When I delete you, maybe I'll start feeling so bad. Go make some new disaster. That's what I'm counting on. You're someone else's problem now. So viel Weltraum. Ich muss alles sehen. Ich wünschte, ich könnte alles ungeschehen machen. Ich wünschte wirklich, ich könnte alles ungeschehen machen. Und das nicht nur, weil ich hilflos im Weltraum treibe. Bin im Weltraum. Ja, ich weiß, Kumpel. Tja, wir sind beide im Weltraum. Weltraum! Jedenfalls, weißt du, was ich sagen würde, wenn ich sie noch einmal wiedersehen könnte? Ich bin im Weltraum. Ich würde sagen, es tut mir leid. Aufrichtig leid. Ich war herrisch. Und unbarmherzig. Und ich bereue es von ganzem Herzen, das kannst du mir glauben. In Entdeckung. Ende.